Es ist wirklich 0,0 schlimm, wenn ihr nicht zu den Vorlesungen geht. Ich könnte, glaube ich, wenn ich wollte, es schaffen, dass ich niemanden bei mir kenne. Ich habe das Gefühl, ich mache gerade total viel Angst, aber das sind einfach nur Dinge, die ich gerne gewusst hätte. Und ich glaube, wenn man sie weiß, kann man damit besser umgehen. Also ich hatte auch einige Freunde, die zum Beispiel vergessen haben, sich für die Prüfungen anzumelden. Es gibt zwar einen Studienverlaufsplan, den man sich runterladen und angucken kann. Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid und würde mich sogar noch mehr freuen, wenn einige zugucken, die mich schon länger kennen. Ich mache ja mittlerweile seit Jahren schon YouTube und habe euch da wirklich auf meiner ganzen Reise schon mitgenommen, durch die Oberstufe, durch das Abitur, meine erste Uniwoche. Und mittlerweile ist meine erste Uniwoche schon ein bisschen her tatsächlich. Und ich bin gerade am Ende meines zweiten Semesters. Ich dachte mir, es ist vielleicht interessant für Leute, die jetzt anfangen mit dem Studium, ein bisschen was über meine erste Zeit zu erzählen. Da ich noch nicht ganz weit davon entfernt bin, aber ich jetzt auch schon ein bisschen reflektiert habe und dieses eine Jahr Studium, glaube ich, ganz gut einschätzen kann, sodass ihr vielleicht nicht mehr ganz so viel Angst haben müsst vor einem Studienanfang, weil ich euch jetzt als große Schwester ein bisschen was mitgebe, was mir geholfen hat, wie ich es empfunden habe und wie sich vielleicht auch das Studium von der Schule unterscheidet. Genau. Genau vor einem Jahr saß ich nämlich hier und habe mein Abi-Zeugnis bekommen und war überglücklich mit meiner neuen Freiheit, dass die Schule vorbei war. Mittlerweile würde ich sagen, ich vermisse sie manchmal, also ich würde schon gerne nochmal in die Schule gehen, aber auch nicht länger als eine Woche, glaube ich. Ich bin froh, dass ich das durch habe, dass ich damit fertig bin, aber in einigen Aspekten mag ich die Schule schon sehr und vermisse sie auch ein bisschen. Zuallererst möchte ich sagen, der Sommer oder die Zeit, falls ihr noch ein Gap Year oder sowas macht, zwischen Schule und Studium, das war für mich persönlich wirklich eine der coolsten Zeiten in meinem Leben. Weil ich da so viele Freiheiten hatte und vor allem keinen akademischen Stress. Weil in dem Studium habe ich natürlich immer irgendwie den Kopf bei den Prüfungen später, bei der Hausarbeit, die ich in den Ferien schreibe, also in den Ferien, in der vorlesungsfreien Zeit. In der Schule hatte man immer den Gedanken beim Abitur später, bei den Prüfungen und so weiter. Also da konnte man ja auch nie so 100% mal entspannen, zumindest ich nicht. Und in dem Sommer konnte ich wirklich mal ganz abschalten, weil ich keine krassen Verpflichtungen hatte mit ganz viel Druck. Also ich habe trotzdem gearbeitet und andere Projekte gehabt, aber das fand ich im Entferntesten nicht so mega stressig wie jetzt Schule oder Studium. Deswegen genießt eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt mega viel Spaß und ihr nutzt diese Zeit auch, um entweder euch total zu entspannen oder euch anders weiterzubilden und mehr über euch selbst zu erfahren. Also habt auf jeden Fall einen mega schönen Sommer, das am Anfang. Und jetzt kommen wir dazu, was mich an der Uni schockiert hat oder was anders ist als in der Schule. Alles, was ich jetzt sage, bezieht sich bei mir übrigens auf Jura. Also ich studiere Jura in Berlin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich vermute mal, dass sich viele Dinge mit anderen Studiengängen überschneiden werden. Aber falls ich irgendwas sage, bezieht sich das logischerweise nur auf meine persönliche Erfahrung hier. Alle sagen hier immer, das Studium ist viel selbstständiger als die Schulzeit. Und das wusste ich vorher und trotzdem hat es mich schockiert, wie sehr, also in welchem Ausmaß das wirklich stimmt. Und ich habe wirklich gemerkt, am Anfang des Studiums mussten wir uns für Kurse eintragen oder jetzt auch im zweiten Semester für Kurse eintragen, weil man eben im Laufe des Studiums bestimmte Punkte oder Scheine sammeln muss, um letztendlich sein Studium beenden zu können. Und das Ding ist, dir wird nicht so wirklich gesagt, was für Kurse du belegen musst. Es gibt zwar einen Studienverlaufsplan, den man sich runterladen und angucken kann. Da stehen auch so die Empfehlungen, in welchem Semester man was machen sollte. Aber dir schreibt keiner eine E-Mail oder dich ruft keiner an oder dir sagt keiner, hey, melde dich jetzt mal bis zum 3./4. in diesem Kurs an oder so. Und das sind die Voraussetzungen dafür. Sowas passiert einfach nicht mehr. Also du musst selbstständig überlegen und recherchieren und rausfinden, wann du dich für was anmelden musst, was du besuchen musst, was du bestehen musst, wann du es wie bestehen musst, in wie vielen Punkten und so weiter. Und das klingt erstmal, glaube ich, ein bisschen terrifying für Leute, die das nicht so kennen aus der Schule, so wie ich, so wie jeder eigentlich. Aber der Punkt ist, man findet sich da, glaube ich, ziemlich schnell rein. Und wenn man einmal gemerkt hat, oh Mist, ich hätte mich da mehr informieren müssen oder so, dann passiert das auch locker nicht mehr beim nächsten Mal. Also ich hatte auch einige Freunde, die zum Beispiel vergessen haben, sich für die Prüfungen anzumelden. Sehr ärgerlich. Aber ich habe das Gefühl, die Leute sind bei den Erstis auch noch so ein bisschen, ja, nett und gehen damit auch noch gut um und lassen auch Dinge, glaube ich, noch durchgehen. Also macht euch jetzt nicht zu viel Stress, aber da schon mal so ein kleiner Hinweis. Verlasst euch nicht darauf, dass euch gesagt wird, wann ihr euch für Prüfungen anmelden sollt, für welche Prüfungen, sondern versucht es selbstständig dann irgendwie herauszufinden oder euch mit Freunden und Kommilitonen auszutauschen. Die andere Sache ist, es gibt oftmals keine Anwesenheitspflicht wie in der Schule. Also in der Schule waren wir oft da, weil wir eben da sein mussten. Und das ist in der Uni nicht mehr so. Ich bin auch bisher nur zu super wenigen Vorlesungen gegangen. Nicht, weil ich mir dachte, ey, ich habe gar keinen Bock, ich möchte zu Hause lieber chillen und länger ausschlafen, sondern weil ich gemerkt habe, diese Vorlesungen, die bringen mir nicht so viel. Wenn ich da bin, höre ich zwar zu, 90 Minuten
Gedanken ganz interessant, aber am Ende habe ich vielleicht nur 4, 5 Dinge gelernt und die auch nicht so wirklich tief. Und wenn ich mir diese 90 Minuten nehmen würde, um zu Hause zu lernen, bringt das mir viel, viel mehr. Und ich kann diese 90 Minuten wirklich effektiver nutzen und ja nicht nur den Stoff an sich verstehen, sondern auch noch Übungen damit machen und Karteikarten schreiben und so weiter. Und da müsst ihr wirklich lernen, im Studium eure Zeit besser einzuteilen. Bei der Schule reicht es, wenn man ja zuhört im Unterricht und dann zu Hause ein bisschen lernt. Aber an der Uni muss man einfach, weil das so viel Stoff ist, das besser einteilen und Dinge rausschmeißen, die nicht viel bringen, weil man es sonst einfach nicht schafft. Also ich persönlich würde es nicht schaffen, zu allen Vorlesungen zu gehen und trotzdem noch ausreichend zu lernen. Weil ich persönlich nicht so lerne und weil ich persönlich mehr Zeit zum selbstständigen Lernen zu Hause brauche. Daher hier die Erinnerung, es ist wirklich 0,0 schlimm, wenn ihr nicht zu den Vorlesungen geht. Falls ihr keine Anwesenheitspflicht habt natürlich, falls doch, dann soll sie logischerweise hingehen. Am Anfang ist mir nämlich super schwer gefallen zu akzeptieren, dass es nicht schlimm ist, weil ich immer dachte, ich verpasse irgendwas. Ich hatte wirklich super Angst, dass ich was nicht mitbekomme, aber es ist nicht so. Und letztendlich konnte ich die Zeit viel besser zu Hause oder in der Bibliothek oder in einem Café, keine Ahnung, jedenfalls außerhalb der Vorlesung nutzen. Dann für eine Person, die sich super gern mit dem Thema Schule und Lernen beschäftigt hat, war es für mich sehr schwer zu akzeptieren. Oder was heißt schwer zu akzeptieren, aber auf jeden Fall ein Schock, wie sich die Notenskala verändert. Und ich glaube, es ist auch so eine Jura-Sache. Also wir haben ja 0 bis 18 Punkte. Dabei sind 18 Punkte das Beste. Und man sagt hier immer so, niemand kriegt 18 Punkte. Und ja, und es ist wirklich so. Also wenn man das Beste anstrebt, wie in der Schule, wird man relativ schnell frustriert sein, weil es einfach nicht funktioniert. Wenn man sein Bestes gibt, 100% gibt, wird es trotzdem nicht Garantie dafür sein, dass man auch eine gute Note bekommt. Ich habe das Gefühl, ich mache gerade total viel Angst, aber das sind einfach nur Dinge, die ich gerne gewusst hätte. Und ich glaube, wenn man sie weiß, kann man damit besser umgehen. Es soll wirklich keine Angst machen, studieren ist wirklich richtig, richtig cool. Und das sind wirklich nur so die Fakten, die mich ein bisschen schockiert haben und mir ein bisschen Sorge bereitet haben am Anfang des ersten Semesters. Um mal jetzt ein bisschen was Positives zu sagen, studieren macht mir super viel Spaß, weil ich jetzt endlich das lerne und nur das lerne, was mir wirklich Spaß macht und was mich auch interessiert. Also ich habe alle Fächer, die ich nicht mochte, rausgekickt quasi und mache jetzt eigentlich jede Sekunde meines Studiums das, was ich machen möchte und was ich interessant finde. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer so bei jedem Studiengang ist, dass man nochmal Module hat, die einem nicht so viel Spaß machen. Und das ist halt echt das Positive am Studium, dass du dich darauf spezialisierst, was dir liegt und was du gerne machen möchtest. Was der Fall ist, wenn du in einer großen Uni bist, so wie ich mit einem großen Studiengang, dann ist es so, es ist viel anonymer als in der Schule. In der Schule kannte ich eigentlich jeden aus meinem Jahrgang wirklich, also ich kannte jeden mit Namen, mit den meisten habe ich schon mal geredet, also ich kannte super viele Leute, wenn nicht sogar eigentlich alle, auch sogar an meiner Schule, glaube ich, kannte ich fast alle vom Sehen zumindest. Und an der Uni ist das überhaupt nicht so, also ich könnte, glaube ich, wenn ich wollte, es schaffen, dass ich niemanden bei mir kenne, weil ich habe ja keine Anwesenheitspflicht, also ich könnte theoretisch einfach gar nicht in die Uni gehen, zu 0 Veranstaltungen und nur die Klausuren mitschreiben. Und dann kennt mich auch kein Professor, mich kennt kein AG-Leiter, mich kennt keine Kommilitonin, kein Kommilitone. Das kann theoretisch passieren, muss aber natürlich nicht so sein und ich finde es cool zum einen, weil es irgendwie mehr Freiheit und mehr Flexibilität gibt. Zum anderen natürlich ist es auch da die Herausforderung, dass man trotzdem sich irgendwie sozial einbindet und man trotzdem natürlich versucht, die sozialen Kontakte irgendwie zu pflegen und dort Freunde zu finden. Aber es wird auf jeden Fall klappen, weil in der ersten Woche kennen die meisten da gar keinen und sind froh, wenn sie angesprochen werden. Wenn ihr jemanden anspricht, wird sich die Person sicherlich ganz nur darüber freuen. Und man schafft es auch so, Freunde zu kriegen. Also falls ihr jetzt zum Beispiel in der ersten Woche krank seid oder erst später in euren Studienort zieht oder sowas. Keine Sorge, bei mir war es auch so, dass sich auch die Gruppen ein bisschen gemischt haben, eben weil auch Seminare dazu kamen. Dann hat erst eine neue Vorlesung angefangen, dann gab es auch Tutorien und so weiter. Also die Gruppen mischen sich auch noch ein bisschen, man hat immer mehr Möglichkeiten, die Leute anzusprechen, aber muss dann auch wirklich machen, weil man sonst eigentlich bei uns zum Beispiel auch gar keine Gruppenarbeiten macht. Aber ich glaube, das ist vielleicht bei anderen Fächern anders. Jura ist halt wirklich so ein Einzelgängerstudiengang, also ich kann wirklich, wie gesagt, das Studium vollziehen, ohne mit einer Person jemals geredet zu haben, gefühlt. Letztlich kann ich sagen, dass mir das Lernen für die Uni aber deutlich mehr Spaß macht und auch deutlich einfacher fällt als in der Schule, eben weil ich nicht irgendwelche Fächer lernen muss, die mir überhaupt nichts sagen, die mir keinen Spaß machen, sondern Themen habe, die ich in meinem Alltag anwenden kann. Themen, denen ich weiß, ey, ich werde sie später brauchen. Das macht mir Spaß, super interessant. Und dieses Gefühl hatte ich in der Schule auch, aber deutlich
weniger als in der Uni. Ich habe auch ein gutes Lernsystem mittlerweile entwickelt und das macht Spaß und ich weiß, ich muss es langfristig lernen und deswegen, ja, es ist für mich auch deutlich motivierender, jetzt für Jura zu lernen, als damals in der Schule für irgendwie Mathe oder so. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen die Angst genommen bei einigen Dingen, weil ich euch davon erzählt habe. Kann auch sein, dass ich vielleicht ein bisschen Angst gemacht habe bei einigen Dingen, aber dann wird es vielleicht ein bisschen helfen, dass ihr die Fehler vermeidet, die einige bei mir gemacht haben, die auch ich vielleicht gemacht habe. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, damit sie anderen Menschen helfen. Und ja, vielen Dank fürs Ansehen. Hoffentlich bis bald. Ciao.